Hallihallo und willkommen zum Grusel im Keller zwischen verrosteten Dingsbums und Weinfässern. In der letzten Folge von Amnesia Part 9 haben wir uns weiterhin auf die Suche nach der Reparationszeug für den Fahrstuhl gemacht und sind hier im Keller gelandet. Ein Bohrerteil haben wir gefunden, Teil eines Bohrers. Und ich glaube, wir müssen damit mehr anstellen, aber ich weiß leider nicht was, deswegen. Willkommen bei Part 10 und weiter geht's. Ach Gott, das wird Abenteuer. Ich würde hier reingehen, das ist mir per se irgendwie sympathisch. Weil die Tür war offen, das heißt... Verdammt. Oh, jetzt Licht. Ach, Licht. Ah, beruhig dich. Geisteszustand, Punkt, Punkt, Punkt. Das habe ich auch öfters mal in der Schule. Da habe ich Geisteszustand immer Punkt, 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 Komma, Strich, Mond, Gesicht. Ja, Kerze, beruhig dich. Es ist doch Licht. Hier drin ist nämlich nicht. Aber Zündhölzchen sind hier drin. Er hat gerade völlig ein Harry, oder? Ich könnte eigentlich doch dort... Doch dort unten auch die Kerze anmachen, dass ich wenigstens etwas Licht habe. Beruhigst du dich mal? So kann man nicht spielen, das ist schlecht. Ui, Entschuldigung. Ach, ich frage mich eigentlich, was, wofür ich den Bohrer brauche. Das habe ich benutzt, um irgendwas aufzumachen, glaube ich. Aber wofür brauche ich den Bohrer? Ich habe übrigens eine Lampe. Falls ihr das vergessen habt. Genial, ich habe hier Öl wie nichts. Ich habe Lampenöl, hier das ist voll. Ich bin eigentlich voll ausgestattet, aber ich nutze es nie. Das ist wie bei Dark, wie ja, Mighty Magics. Oh doch, da ist was. Dann sammle ich das erstmal hier auf. Weil ich glaube, wenn ich das einsammle, kommt der hier rein. Hundertprozentig. Deswegen, ich bück mich. So. Teil eines Bohrers. Du kannst Bohrer nicht zusammenbauen, du musst erst alle Teile finden. Ja, auch nicht gut. Okay, also ich brauche noch einen Teil des Bohrers und habe ich einen Handbohrer. Wofür brauche ich bitte einen Handbohrer? Ich glaube, für das Fass, was dort neben der Tür steht. Das Problem ist aber, wofür brauche ich den Inhalt des Fasses? Was ist da drin? Gott, hier haben wir alles. War es nicht so schlimm. Das Problem ist, es muss hier rausgehen. Und ich sehe gerade nicht so viel. Okay, Leute. Scheiße, da ist er. Da ist er. Da ist er. Fuck, 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 fuck. Schon hat mich nicht gesehen. Weil der war der. Ich hoffe, der sieht mich. Scheiße, das Problem ist, ich muss da jetzt rausgehen. Ich weiß nicht wann. Weil man hört ihn nicht, ich hab aber gesehen. Das ist kacke. Aber jetzt wird das Spiel wirklich gefährlich, weil am Anfang war es noch so labida, du rennst durch die Räume. Da rennst nicht wirklich, aber das war nicht so wirklich so busch. Da war einmal, bevor du dieses komische Klipperzeug bei dem ersten großen Rätsel entfernt hast, da war einer in dem Raum. Aber ansonsten hat man von dem nicht so viel mitbekommen. Ah, der läuft jetzt wirklich hier dumm rum. Das ist das Problem. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt nur eine oder sind das mehrere? Weil, wenn es mehrere sind, ist das natürlich noch blöder. Gut. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Also ich bin mir sicher, dass ich gesehen habe. Ich würde natürlich jetzt zurückspulen und nachschauen, ob ich ihn wirklich gesehen habe. Ich verstehe deine Panik, Freund, aber ich kann nichts machen. Das ist das Problem. Ich mache mir mal wohlige Wärme hier. Dass es sich irgendwie beruhigt. Hui, hui. Beruhig dich, Junge. Beruhig dich. Gut. Das müsste reichen. Ich habe so einen Schiss, das da durchzugehen. Warum wir die Folge jetzt nicht beenden? Ich höre auf damit. Ich spiele das nie wieder. Ah, Gott. Aber er hat sich beruhigt. Das ist gut.
Okay. Das Problem ist, die Tür geht nur nach da auf. Da muss ich echt langsam die Tür aufmachen. Ich wette mit euch, der geht immer hier rein. Deswegen gehen wir jetzt auch hier rein. Okay, er kann hier nicht drin sein. Halt lieber mal die Tür zu. Mit mir etwas Licht, weil hier ist auch nur ein geschlossener Raum, das heißt hier drinnen ist er nicht. Der muss woanders sein. Das Problem ist, hier gibt es auch kein Versteck. Das ist scheiße, wenn jetzt mich kommt, habe ich Arschkarte. Gut, auch nicht schlecht. Okay, hier Lavendel und Öl. Öl für die Lampe, die ich nie benutze. Auch nicht schlecht. Gut. Ist hier drin überhaupt irgendwas Wichtiges? Mal gucken. Es sieht nicht so aus. Oder? Nee. Hier ist noch Holz. Weil alles andere Wichtige würde nämlich erleuchtet sein. Das ist, hier gab es nur... Ja, toll. Gut. Kann man die überhaupt auspusten? Kann man nicht. Ach so, scheiße. Hab ich die angezündet, kann man die auspusten. Das heißt, ich muss damit leben, dass er mich sieht. Super. Toll. Weil ich weiß nicht, ob er jetzt dahinter ist. Ach Leute, das ist ein scheiß Part. Part 10 und ich krieg schon Panik. Ich habe jetzt echt Angst, das zu spielen. Ah, verdammt. Wir gucken mal. Dort, wo die Türen offen sind, das sind wir gewesen, ne? Gut. Hinten geht's ja auch noch weiter. Ich würde mal hier lang gehen wollen. Weil er läuft immer so hier lang, glaube ich. Weil hier drin war er nicht. Bis dieser, wo läuft er denn eigentlich lang? Weil die Tür ist zu. Hier hinten ist auch was. So, mal schauen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen so ruhig bin. Ich habe gerade ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sein. Hier ist noch ein Teil des Bohrers. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl, umso mehr Teile ich finde für den Fahrstuhlbau. Hier oben ist auch noch was. Gut. Umso mehr Teile ich für den Fahrstuhlbau finde, umso mehr oder aggressiver sucht er mich oder umso mehr sehe ich ihn dann. Das macht mir ein bisschen Angst. Okay, ich habe jetzt die drei Räume hinten und den hier, wenn ich das Teil jetzt auch nehme. Ich habe noch den Raum. Da hinten, da war auch noch was, aber hier ist kein Raum mehr. Hoffe ich doch zumindest. Deswegen gehe ich dann da hoch. Und dann dort hinter. Oh Gott, ist das scheiße. Ja, das Problem ist, er kündet sich, glaube ich, nur beim ersten Mal an und nicht beim zweiten Mal. Warum sind jetzt plötzlich Fliegen auf meinem Gesicht? Super, jetzt habe ich einen kleinen Tischerbohrer. Und jetzt? Ich habe Bohrer. Bin so cool. Mir kann keiner. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich suche hier unten eigentlich was ganz anderes. Ich suche diese Teile. Deswegen bin ich ja hier. Aber wofür brauche ich den Bohrer, bitte? Weil ich muss nochmal nachschauen. Ich guck nochmal nach. Nee, das... Doch, warte, das war richtig. So. Es sind nur noch zwei Stäbe für die
Entschuldigung, für die Aufzugsmaschinerie übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind und lass die anderen in den inneren Studierzimmern für den Fall, dass wieder alle drei brechen. Das heißt, im Grunde sind noch weitere dort unten, aber ich habe nur einen gesehen, der dort ist. Menno, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich brauche irgendwie ein fröhliches Spiel jetzt. Donnerstag ist kacke. Der Grusel Donnerstag ist so alleine irgendwie scheiße. Ich bin froh, dass ich nicht im Dustern spiele. Oder so. Das wäre völlige Panik für mich. Gott. Okay, Leute. Das Problem ist, wir sind jetzt genau gegenüber dort, wo er lang läuft. Das heißt, wenn wir jetzt die Tür aufmachen und der läuft gerade dort lang, der sieht uns. Der sieht uns komplett. Okay. Mal schauen. Ich gehe mal hier lang. Es war nur eine Kerze. Ich glaube, ich muss hier nichts machen, oder? Mit der zwei Bestandteil für die Herstellung der explosiven Mischung gefüllt ist. Wofür brauche ich bitte die explosive Mischung? Also dafür den Bohrer. Leute, ich zweifle nämlich gerade ein bisschen an meinem Verstand, weil ich glaube, habe ich ihn überhaupt richtig gesehen? Ich muss die Folge nochmal angucken. Ich glaube, ich habe ihn gar nicht gesehen gehabt. Ich habe mir durch die Dunkelheit nur vorgestellt, dass er dort hinten steht. Oh, die Nebelschwaden machen einen echt Panik, oder? Aber ich weiß schon mal, was ich machen muss. Ich muss hier bohren und irgendeine Flüssigkeit. Wie? Warum? Endlich. So. Ich hab Ich hab jetzt Akripas Explosivstoff. Eine hochexplosive Mischung. Toll. Und wofür? Wofür? Bitte. Gut, ich muss noch in den letzten Raum hier. Den Rest habe ich schon erledigt mit Pissen. Jetzt muss ich aufs Klo. Wollen wir den noch machen? Oder warten wir lieber? Ich weiß nicht. Weil ich das Problem ist. Ja, die Folge ist bald vorbei, aber. Für euch mache ich da jetzt noch ein bisschen weiter. Aber wir haben jetzt einen Explosivstoff. Wo ich keine Ahnung wofür. Da ist er nicht. Also, ich. So. Ich bin ein bisschen gesprächsarm. Es tut mir ein bisschen leid. Aber ich habe ein bisschen Panik, muss ich ehrlich sein. Nicht richtig Panik, aber. Oh, hier ist ein Zettel. So, das habe ich doch schon alles gemacht. Ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig zu sein, umzugehen. Bitte versuche das auch deinen leichtsinnigen Lakaien beizubringen, bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeiten selbst sind nicht explosiv und sollten voneinander getrennt aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer dafür vorbereitet. Alles, was du für dich tun musst, ist, die Flüssigkeiten zu mischen. Akipa. Das habe ich doch schon gemacht. Kann es sein, dass wir hier vor. Dass der Raum zuerst gedacht war dafür? Dann hätte ich in die anderen Räume gehen müssen für den Bohrer und dann. Das habe ich alles schon gemacht. Gut. Das heißt, wir sind in dem Raum jetzt eigentlich fertig. Und ja, der Part ist vorbei. Endlich. Panik. Also, das war Part 10
von Amnesia, unser Blutdruck, unser Herz ist am Pumpen, wir haben Panik pur, aber ja, es hat Spaß. Es hat doch ein bisschen Spaß, also auch wenn es gruselig ist, es macht doch irgendwie Spaß und nee, ich freue mich nicht auf Part 11, aber hoffentlich sehen wir uns trotzdem in Part 11. Das war Part 10 und bis dann, tschüss.